Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Raikkonen, Bottas und Daniel Ricciardo. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Thank you.
jetzt Gas. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Einen großartigen Sieg gefallen. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Ausdruck gepasst. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind. Und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein starkes Ergebnis unseres Weltmeisterschaftsführenden. Mit diesem Ergebnis kann er seinen Vorsprung in der Fahrerwertung ausbauen. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute entscheide ich mich für Nico Rosberg. Das war vielleicht eines der besten Rennen in dieser Saison. Wirklich sehr beeindruckend. Kommen wir zu den Konstrukteuren.
Red Bull hat die Führung in der Rangliste übernommen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1-Saison dabei sind.